BP Audiobooks präsentiert. Als Archäologe Konstantin Nikolaidis seinen Freund, den Historiker und Mittelalterexperten Professor Adam, ermordet in seinem Hotelzimmer in Kairo findet, wird ihm schnell klar, dass er in eine Falle getappt ist. Er wird selbst als Hauptverdächtiger im Mordfalle und es dauert nicht lange, bis er vom wahren Mörder, dem religiösen Fanatiker Robert Lorenzo, angegriffen wird. Nur durch das Entgleisen eines Zuges kann er ihm entkommen, was jedoch die ägyptischen Behörden auf ihn aufmerksam macht. Um der Verhaftung zu entkommen, folgt Konstantin den Hinweisen seines toten Freundes nach New York, wo er in dessen Haus auf ein rätselhaftes Gemälde stößt. Doch bevor er dessen Geheimnis lösen kann, taucht das FBI auf und er muss erneut die Flucht ergreifen. Unterschlupf gewährt ihm seine Ex-Freundin und Schriftexpertin Ilana Scheik, mit deren Hilfe er beginnt, das Gemälde zu entschlüsseln. Die Spur führt sie zurück nach Ägypten, wo sie einer geheimen Organisation des Vatikans auf die Spur kommen, die für ihre Ziele über Leichen geht. Das Kreuz des Vatikans, ein Konstantin Nikolaidis-Thriller, Band 2 von Joe Black. DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden möchten.